In diesem Video gibt es die RL-Parallelschaltung und starten wir jetzt mal hier diese Parallelschaltung. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier einmal einen Widerstand und eine Spule als Induktivität jetzt parallel geschaltet. Und dann sind jetzt gegeben einmal hier die Wechselspannung mit 100 Volt und einer Frequenz von 50 Hertz. Dann der Widerstand R mit einem Wert von 80 Ohm und die Induktivität mit einem Wert von 200 mH. Und gesucht sind jetzt hier die Ströme einmal hier I, also dann der Gesamtstrom, und jetzt noch die Teilströme IR und IL jetzt durch Widerstand und Spule. Und die Spannung, die müssen wir jetzt nicht berechnen, weil es gilt ja bei Parallelschaltung, dass jetzt hier die Spannung an den Zweigen jetzt auch gleich Null sind. Wir müssen nur die Ströme brechen, denn es gilt ja bei der Parallelschaltung, dass sich jetzt hier der Gesamtstrom hier in Teilströme aufteilt. Das müssen wir berechnen und das will ich jetzt voll erklären. Jetzt ist das Grundprinzip eigentlich relativ ähnlich wie bei der klassischen Parallelschaltung jetzt beim Gleichstrom, wo wir jetzt dann hier Widerstand R1 und Widerstand R2 hatten. Und ja, das sehen wir jetzt gleich später. Jetzt ist erstmal der erste Schritt, hier die Impedanz XL zu berechnen. Denn auch bei der Parallelschaltung beim Gleichstrom brauchten wir einmal den Wert R1 und R2. Deswegen brauchen wir jetzt erstmal hier die Impedanz hier der Spule. Also dann ausgerechnet mit der Formel XL gleich allgemein J mal Omega mal L. Jetzt sehen wir hier, Omega ist auch 2 Pi mal F, ganz wichtig, müsst ihr wissen, denn meistens ist immer nur die Frequenz gegeben und da muss man davon entsprechend hier die Impedanz berechnen. Deswegen XL gleich 2 Pi mal F mal L mal J. Dann können wir jetzt hier die Werte direkt einsetzen, erhalten dann erstmal hier 62,83 Ohm mal E hoch J mal 90 Grad. Also wir können auch jetzt schreiben, einfach 62,83 Ohm mal J. Ist ja das Gleiche, denn J ist ja eine imaginäre Einheit. Wäre jetzt hier gezeichnet, zum Beispiel hier in der komplexen Ebene, hier reelle Achse, hier imaginäre Achse, ist jetzt J eben hier genau auf der imaginären Achse und deswegen haben wir eben genau diese Winkel von 90 Grad. Deswegen einfach nur andere Schreibweise. Das erstmal dann die Grundvoraussetzung und dann können wir jetzt hier im Folgenden erstmal die Gesamtimpedanz berechnen. Die brauchen wir jetzt, um anschließend auch die Ströme zu berechnen. Deswegen erstmal Gesamtimpedanz. Jetzt über die Formel Z Gesamt ist gleich 1 durch 1 durch R plus 1 durch XL. Die Formel war ja beim Gleichstrom ähnlich. Da galt ja für den Gesamtwiderstand hier 1 durch 1 durch R1 plus 1 durch R2 oder auch die Formel R1 mal R2 durch R1 plus R2 könnten wir hier theoretisch auch machen. Also wir könnten auch hier rechnen R mal XL durch R plus XL, geht beides, aber dadurch, dass wir jetzt hier etwas größeren Wert haben, können wir am besten so rechnen. Dann hier ausgerechnet, ihr könnt mal eingeben, R 80 Ohm, XL genau dieser Wert, erhalten dann insgesamt 49,41 Ohm mal E hoch J und dann Winkel 51,5 Grad. Das ist erstmal die Gesamtimpedanz und dann können wir uns auch vorstellen, dass wir quasi jetzt so eine Schaltung haben, dass wir jetzt hier die Wechselspannung haben und dann jetzt hier quasi die Gesamtimpedanz Z gesamt haben, weil hier diesen Parallelwiderstand aus Widerstand und Induktivität können wir jetzt eben als so eine Gesamtimpedanz zusammenfassen. Dann können wir jetzt eben auch ganz leicht jetzt I berechnen. Und zwar ist jetzt I gesamt genau der Strom, der jetzt durch Z gesamt fließt. Also genau dieser Strom über die Formel I gleich U0 durch Z gesamt. Die Formel kennen wir auch vom Gleichstrom. Da ist ja nach dem Ohmschen Gesetz I gleich U durch R bzw. U durch R gesamt. Deswegen diese Formel. Eingesetzt haben wir dann 100 Volt durch Z gesamt. Genau dieser Wert. Errechnet sich dann hier 2,02 Ampere mal E hoch minus J 51,85 Grad. Und dann können wir jetzt die Teilströme IR und IL berechnen. Jetzt IR ist U0 durch R, also 100 Volt durch 80 Ohm ergibt 1,25 Ampere. Ist jetzt keine komplexe Zahl, weil der Widerstand ist ja nur ein reeller Wert, Spannung auch nur reeller Wert. Deswegen hier 1,25 Ampere und dann haben wir noch hier einen Teilstrom IL. Auch da die Formel wieder U0 durch XL. Jetzt seht ihr, in beiden Fällen haben wir U0, denn wir haben ja besprochen, die Spannung hier an den Zweigen ist in beiden Fällen allgemein bei der Parallelschaltung gleich der Quellspannung, also U0 und dann durch eben die Impedanzen. Jetzt hier U0 durch XL, also 100 Volt durch 62,83 Ohm
mal E hoch J um 90 Grad und dann kommt daraus 1,59 Ampere mal E hoch minus J mal 90 Grad. Und das sind jetzt die Teilströme. Jetzt kann man die auch noch in Zeichen einzeichnen. Will ich mal kurz machen. Jetzt mal hier Zeigerdiagramm, hier die reelle Achse, hier die imaginäre Achse. Und dann würde jetzt hier der Strom R jetzt ungefähr so aussehen. Also ich will jetzt nicht ganz über blau schreiben, aber wir sehen, der Strom hier hat jetzt keinen imaginären Anteil, nur reellen Anteil. Deswegen hier nur auf der reellen Achse, das wäre dann zum Beispiel IR, also das ist dann auch keine komplexe Größe. Dann IL, jetzt hier nur eine imaginäre Anteil, dann hier mit einem Winkel von minus 90 Grad, also könnte dann zum Beispiel jetzt ja, so aussehen, hier das wäre IL und dann sehen wir allgemein auch, I gesamt ist ja gleich, dann IR plus IL gilt ja, der Strom hier teilt sich eben die beiden Teilströme auf, deswegen IR plus IL in Summe ergeben eben auch den Gesamtstrom I. Deswegen jetzt in Zeigerdarstellung wäre dann eben dementsprechend I gleich die beiden Zeiger addiert, sehen wir, wäre dann genau dieser Zeiger I. Und das passt dann auch, wir sehen ja, I gesamt war hier 2,02 Ampere mal E hoch minus J mal 51,85 Grad. Das heißt, wir hätten jetzt hier, wenn wir es genau gezeigt hätten, einen Winkel von minus 51,85 Grad. Und auch von der Größe passt das. Ihr könnt ja mal in den Taschenrechner eingeben, das addiert plus 1,25 Ampere ergibt eben auch genau diese Größe. Das noch eine Sache dazu. Und jetzt verlinke ich noch ähnliche Videos hier in die Playlist und ich verlinke noch kurz meinen Chemio-Mathe-Kanal. Da mache ich auch Lernvideos. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Und das war's dann damit zu diesem Video.